Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 20.01.2022 und damit den letzten Handelstag vor dem Clientverfall, der dann am Freitag stattfindet. Und unser DAX hat sich zum Donnerstag ganz gut wieder nach oben gekämpft. Wir hatten ja ein bisschen darüber gesprochen. Ich würde vielleicht dazu auch noch mal ein, zwei Worte verlieren, weil ich immer wieder merke, dass das grundsätzlich Leute so ein bisschen der Analyse falsch verstehen, was wir hier eigentlich machen. Keine Sorge, keine Angst, die schon länger dabei sind, ich hole nicht ganz so weit aus. Und mir ist es einfach nochmal wichtig, ein bisschen zu differenzieren, was ist ein bullisches Szenario, ja, das hier aggressiv nach oben schlägt, und was ist, Martin glaubt, dass es steigt. Martin ist sich sicher, dass es steigt. Martin sieht den Markt steigen. Na, also das ist immer mal wieder was, wo ich auch manchmal wirklich mit Erstaunen davor sitze und so vom Eindruck den Markt halt relativ schwach finde und das auch klar rüberbringe. Trend ist abwärts, geht weiter. Wenn da unten das fällt, dann geht es da und dahin. Und mich dann aber auf so ein paar Rand Szenarien einfach beschränke, wo ich glaube, da muss ich euch besser darauf vorbereiten, einfach weil ihr es vielleicht nicht auf dem Schirm habt. Ja, und dann erzählen wir 2 Minuten in der Analyse davon, was passiert, wenn es unten weitergeht. Ne, das, was eigentlich Trendfortsetzung, das, was auch wahrscheinlicher ist und so weiter und so fort. Und dann 8 Minuten darüber, was kann aber passieren, wenn das eben nicht eintritt. Und dadurch, dass wir dann mehr über das Hochzug reden als Runterzug, glauben viele, ich bin total long motiviert und total bullig. Na, und kriegt da immer mal wieder auch eine Mail: Mensch, Martin, du bist momentan so bullig. Und wo ich dann so innerlich sage, warum denn? Also bin ich gar nicht. Ne? Also ich sitz eigentlich davor und freue mich, wenn er da ein bisschen runterkommt. Manchmal ist es genau andersrum. Ne? Bin sehr bullig motiviert, glaube, der Markt steigt gut durch. Sage das auch teilweise wirklich verbal, ne? Dass ich davon ausgehe und forciere, dass er weiter durchgeht. Verbringe dann aber trotzdem mehr Zeit damit, mit euch vorzubereiten, was passiert auf der anderen Seite, und die Leute werten das dann als abwärts. Und deswegen einfach nur noch mal ein bisschen zur Orientierung. Das, was wir machen im Chart, ist letztendlich nichts anderes, wie zu schauen, okay, wie hat der DAX oft auf solche Situationen reagiert, worauf können wir uns einstellen, welche Szenarien kann er zu dem jetzt kommenden Wochentag abspielen, was ist üblich, womit sollten wir rechnen, und stellen einfach verschiedene Wenn- und Dann-Analysen auf. Also jeden Tag ganz neutral, wie als gucken wir uns den Chart zum ersten Mal an, sagen wir einfach, okay, was würde jetzt Sinn ergeben? Wo würden sich schöne Reaktionsbereiche ergeben, die man abhandeln kann? Ne? Und im Bereich von gestern, um das dann auch damit abzuschließen, war hier eben die Aussage gewesen, wenn der DAX schwach startet. Na, also idealerweise hat man gesagt so 47, 37. Na, wenn er schwach startet und das sehr, 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 sehr zügig ausgleicht, noch direkt zum Skitar-Start gleich, noch weit vor 9:30 Uhr, diese Schwäche wieder rausnimmt, dann muss man immer aufpassen, weil der DAX dann eben echt weit oben rausrennen kann zum Dienstag, zum Mittwoch. Ja, und dann meist auch über den Donnerstag hinaus noch weiter schiebt. Und hatten deswegen gesagt, dass man da einfach ein bisschen aufpasst, wenn der schwach reinstartet, voll nach oben durchbläht, weil er dann wirklich, wirklich weit laufen kann. Und das, was er hier gemacht hat, ist gewissermaßen das, was wir angesprochen haben, aber bei weitem nicht das, was möglich gewesen wäre. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt glaube, der Markt ist jetzt bullig oder ich jetzt selber massiv Long-Position drin habe oder suche. Ja, das ist einfach eine Regelmäßigkeit, über die wir sprechen. Genauso wie wir darüber langsam sprechen sollten, dass hier die Tiefs immer wieder gekauft werden. Das war ein markantes Tief unter dem, das wurde direkt nach oben gespült. Hier ist jetzt ein Tief unter dem entstanden, das wurde nach oben gespült. Hier ist ein Tief unter dem entstanden, das wurde direkt nach oben getreten. Also hier greifen momentan auf jeden tieferen Tief direkt neue Käufer zu. Naja, das ist eigentlich ein sehr dominantes Verhalten. Das ist eigentlich ein Zeichen von viel Käuferüberhang, na, die oben jetzt für sich keine Handelsimplikationen haben. Also die haben, wie sagt man, die sehen keinen Grund, oben jetzt auf hohem Niveau noch unbedingt zugreifen zu können, sagen sich aber jedes Mal, wenn der ein bisschen tiefer kommt, na komm, dann setzen wir was rein, da setzen wir was rein, da setzen wir was rein, und drücken den immer wieder hoch. Wir sehen, dass die Amerikaner deutlich wackelig unterwegs sind.
Na, und vielleicht ist es das einfach, was unserem DAX auch nicht schmeckt halt, ne? Dass immer wieder von der Übersee da ziemlich Druck nach unten reingebracht wird und er an sich schon stabil ist. Und auch wenn wir das so sehen, haben wir hier eine impulsive Aufwärtswelle. Wir haben jetzt hier eine A, B, gegebenenfalls vielleicht sogar eine C drinstehen. Also zumindest eine dreiteilige Korrekturformation, die nach unten geht, die sozusagen auch als Flagge dienen kann, wenn ich jetzt von hier Trendlinie hier rüberziehen würde und die nach unten noch aufziehe. Auch ein Keil, eine Verkeilung. Na, also viele fangen dann sofort immer an, Wolfe zu zielen. Das ist, finde ich, wieder ein bisschen ruhiger geworden. Das war mal schlimmer gewesen. Da wurde wirklich aus jedem irgendwas eine Wolfe gezogen, auch wenn es überhaupt gar keine war. Nur damit man es gezeichnet haben. Momentan geht es bei uns im Chat jetzt mit Yields rum, mit den Zinsen. Also wird halt immer mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber soll auch hier, egal sein, wichtig ist. Dass wir hier eine kleine Verkeilung drin haben oder vielleicht sogar eine Flagge und wir da aufpassen sollten, wenn der DAX sie nach oben auflöst, weil das, was ich jetzt gestern gesagt habe, dass der Markt sich dann an dieser vorherigen Aufwärtsbewegung orientieren wird und an dieser Dynamik, wenn wir die mal Welle sehen, das hat der versucht. Ja, guckt euch mal die Bewegung an von der Dynamik. Genau das hat er versucht. Er hat sich schon versucht anzulaufen und gegebenenfalls ist vielleicht sogar schon gestartet. Ne, wir haben ja hier auch immer mal Rücksätze drin gehabt, kleine rote Rücksätze von ein paar Kerzen und dann ging es weiter. Also würde ich auch zum Donnerstag wirklich aufpassen, wenn der da jetzt weiterarbeitet. Der ist jetzt mir persönlich, dieser, also der ist hier runtergekommen auf die 87. Das hat man so auch in den Updates, die Leute, die bei uns im Verteiler drin sind, die hatten das ja mitbekommen, dass wir 8,90 da gesagt haben, also einmal noch ein kleiner Rücklauf auf 8,30, 87 runter, das wäre schon schön, dann wieder hoch. Das hat schon gepasst, das wäre ausreichend gewesen, dass er nochmal nachgesetzt hat, finde ich ein bisschen, gefällt mir nicht so ganz, wird es öffnet ihm unten zu viel Schlagbreite. Aber so rein von der Bewegung haben wir auf jeden Fall einen impulsiven Antrieb jetzt von einem dritten neu gekauften Tief weg. Und ich sag mal, wenn der jetzt nach oben arbeitet, dann kann der richtig rennen. Und dann wird er sich wieder an dem orientieren. Ja? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt nochmal nicht, dass ich jetzt hier massiv bullisch bin und davon ausgehe, dass der Markt in einer super Verfassung ist und so weiter und so fort. Ich sage eigentlich nur, wenn der Markt massiv nach oben läuft, dann wird er einfach aufgrund der Historie sich an diesen Kerzen orientieren. Und dann wäre es verkehrt, wenn man dann den ganzen Tag Short drinne sucht. Das hilft einem nicht, das bringt einen nicht weiter und das schafft einem dann auch keine Punkte. Und deswegen ist es für mich wichtig, als Analyst euch darauf vorzubereiten, was kann denn passieren, wenn denn was Bestimmtes eintritt. Und hier wäre für mich jetzt wirklich auch trotz des, ja, ein bisschen blöden Tagesschluss jetzt hier, wäre für mich jetzt trotzdem wichtig, hier zu erwähnen, wenn der hier früh direkt hochzieht, da kann man eigentlich schon 9 Uhr sagen, wenn der wieder über 8:30 rüber geht. Früh, 9 Uhr, 10 Uhr drüber steht, dann kann der richtig langrennen. Und mit langrennen geht es dann Schritt 1 auf die 49, Schritt 2 auf die 1620 und Schritt 3 geht dann hier oben rein. Und dann versucht er das hier nachzubauen, nach hier nochmal nach oben raus. Das kann sogar bis 2:30 und noch mehr gehen. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich ist er trotzdem wackelig, der Markt. Das ist nervöser geworden, finde ich. Das ist deutlich nervöser. War schon mal wesentlich ruhiger und stabiler gewesen. Na, also auch im aktuellen Jahr schon war er schon mal deutlich ruhiger und stabiler gewesen. Ist sehr nervös. Wir haben sehr unterschiedliche Umsätze auf unterschiedlichen Titeln. Na, also das ist weiterhin auch im DAX so, dass einige Titel ziemlich gut nach oben gepresst werden und andere richtig runtergetreten werden. Also die Charts der Einzelwerte untereinander könnten teilweise gegensätzlich da kaum sein. Und das ist in dem Sinne natürlich immer wieder riskant, weil die Aktien, die scheiße aussehen im DAX, natürlich dann auch weiter abverkauft werden. Ja, und dann auch entsprechend noch nach sich Anschlussverkäufe ziehen. Wir hatten da im letzten Webinar, ich glaube vor 2 Wochen, da hatten wir uns ein paar Aktien angeguckt, auch wie so eine Linde halt. Ne? Also ein paar Titel, die halt wirklich richtig Gewalt im DAX haben, wenn die sich richtig bewegen. Und die sahen halt auch echt scheiße aus, auch Nemetschek und sowas. Ich meine, das ist jetzt nicht im DAX, aber da gab es wirklich Titel, da haben wir, glaube ich, vor, wann war das letzte Webinar? Jetzt haben wir am Samstag wieder Webinar, das heißt, das letzte Webinar war gewesen am 8. dann, am 8. Januar. Ja, und haben wir dann auch schon gesagt, also das sind Verkaufssignale, das sind Umkehrsignale, die ziehen noch weitere Wochenkerzen hinter sich her. Und das tun die Aktien auch. Und da kommt auch noch mehr. Ne? Also bei deutschen Aktien funktioniert das nicht so gut. So eine rote Wochenkerze und dann wird direkt wieder nach oben durchgekauft, wie bei den Amerikanern, wobei die Zeiten momentan auch ein bisschen vorbei sind. Ne? Die sind auch deutlich wackeliger. Und damit zu der Frage eingehend, ne, bin ich bullig, bin ich bärisch?
Ich sehe schon, dass der Markt sehr nervös ist. Also auch bei den Amerikanern nervös handelt. Ich sehe, dass im asiatischen Raum nervös gehandelt wird. Und von daher würde ich schon denken, dass der DAX auch weiter tief fallen kann. Ja, aber ich würde mich nicht in einen dynamischen Anstieg nach oben dann Short reinstellen. Und ich würde auch keine Shorts behalten wollen, wenn der jetzt hier volle Möhre nach oben durchbläst. Wenn er mir natürlich dann nach unten entsprechende Signale gibt und das alles wieder immer mal auskontert, gerne, und dann hauen wir auch wieder Short rein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne, mir ist bloß wichtig, wenn der jetzt hier nach oben durchschlägt, dann kommt er mit so einer Dynamik wieder rein. Und dann steht er eben schnell auch bei 16,20, 16,1, 16,100 und 16,230 auch. Und da muss man dann einfach ein bisschen aufpassen, ne, dass man das ein bisschen auf dem Radar hat. Ansonsten kann ich schon sagen, geht der unter 15,700. Unter 15,37, unter 15,37, unter 15,700, dann geht auch wieder nach unten Risiko auf. Ganz klar. Und zwar bis rein in die 660 nochmal. Gut, die 660 hat man gestern gesagt, ne? Die ist jetzt durch. Die nächste Station ist 550, ja. 550 bis 530 oder was wir hier ausgerufen hatten haben. Und dann lila Kante. Na, also da ist auch noch Risiko im Chart und da würde ich persönlich dann tatsächlich dann auch alles, was unter 15.700 auch Short probieren. Ich würde aber Teilverkauf vielleicht ziehen oder zumindest ein bisschen genau hingucken, wenn dann wieder ein neues Tief kommt. Weil wenn das wieder nur nach oben gezogen wird, schnell, dynamisch, das macht er auch nicht mehr oft dann, dass der dann nochmal runterkommt. Irgendwann zimmert er dann einfach gnadenlos nach oben durch. Das kann aber auch jetzt schon passieren, weil das, was sie hier gebaut hat, ist ein impulsiver Beginn. Das reicht vollkommen aus, um jetzt nach oben durchzuknallen. Vollkommen. Ja, und deswegen da einfach ein bisschen aufpassen. Fette grüne Kerzen, würde ich Short zurückstellen, Long suchen, aber auch erst dann. Ne? Und unter 37, unter 700 würde ich Short suchen, würde mich aber dann bei neuem Tief um die 600 wahrscheinlich auch erstmal wieder verkrümeln und mir dann erstmal angucken, wie reagiert jetzt das neue Tief. Wird es wieder massiv hochgekauft oder nicht? Ja, und von daher würde ich das so schließen. Wie gesagt, bringt das nicht so durcheinander. Denkt immer, also oder haltet euch immer vor Augen, ich versuche immer beide Seiten zu beleuchten. Immer. Das ist meine Aufgabe als Analyst und das muss ich auch. Neutral beide Seiten zu durchleuchten, das tue ich in der Regel auch. Ne? Nur weil vielleicht eine Variante mehr Potenzial hat wie was anderes, dann mag das für euch klingen, wie als ist es total bullisch. Oder wie als ist es eine absolute Long-Vorlage, ne? Weil viele viel Strecke immer mit viel Chance und das ist für die mehr wert, aber das ist es nicht. Das, so eine Schnellstrecke nach oben ist genauso viel wert wie eine entspannte, lockere Strecke nach unten. Das darf man nicht vergessen. Ja, also das nicht so durcheinander bringen, versucht es wirklich schon mal neutral zu sehen. Und wenn ihr merkt, ey, das ist total bullisch, die Analyse, oder das ist total bärisch, dann hört es euch nochmal an. Ja, und versucht auch mal auf die andere Seite zu achten. Was wird in die andere Seite erzählt? Denn ich betrachte immer beide Seiten. Wer nur eine raushört, denkt vielleicht auch zu viel für seine Position. Ja, und das sollte man eigentlich nicht. Man sollte immer versuchen, neutral ranzugehen. Gut, also, das dazu. Ich denke, mehr brauchen wir hier gar nicht sagen. Alles über 8,30, 8,40 für mich eher long, Richtung Gap Close 49 und auch weiter. Und unter 37, 700 ist der DAX für mich dann eher abwärts gefährdet. Und von daher würde ich sagen, machen wir hier zu und wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.